Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, zu einem neuen Weihnachtsvlog. Ich werde heute weiter dekorieren. Ich bin voll spät dran. Wir haben heute den 8. Dezember und wir haben immer noch keinen Weihnachtsbaum. Ich möchte nämlich einen riesengroßen Weihnachtsbaum. Wir haben hier hinten so viel Platz und da passt locker ein 3-Meter-Baum. Und wir haben hier eins gesehen bei Löwe, aber hat 400 € gekostet, also knappe 400 €. Und das war uns doch zu teuer. Dann haben wir eins bei Amazon gesehen. Ich war bei mir nicht sicher, habe gewartet, habe gedacht, ich weiß nicht, wie groß unsere. Ich habe eins da, 2,10 Meter habe ich nachgeguckt. Der ist aber mit Schnee bedeckt. Der ist auch schön, der ist auch beleuchtet. Das war der Baum vom letzten Jahr. Aber dieses Jahr möchte ich richtig ausfahren. Und ja, deswegen suche ich nach einem 3-Meter-Baum. Wie gesagt, dann haben wir bei Amazon einen gefunden für 150 € oder so. Und der ist aber die ganze Zeit ausverkauft. Der wird erst geliefert ab dem 26. Dezember. Ich so, ja, da brauche ich auch keins mehr. Ich wollte eigentlich gerne einen echten Baum haben dieses Jahr, aber mein Mann will nicht. Er will nicht den Baum in seinen Tesla reinschieben, weil der macht alles nur dreckig und schmutzig und mein Auto ist leider kaputt. Ja, deswegen geht das leider nicht. Deswegen hat er gesagt, komm, ich bezahle dir den Plastikbaum. Und dafür haben wir halt Jahre was davon. Dann müssen wir kein jedes Jahr nicht neues holen. Aber ich finde ein neues, also einen echten, einfach irgendwie authentischer und echter und schöner und irgendwie auch viel weihnachtlicher und so. Ich weiß nicht, das gehört irgendwie dazu. Naja, also bevor ich den großen raushole, den die wir jetzt zu Hause haben, für 2,10 Meter, warte ich noch ein bisschen und hoffentlich haben wir noch Glück und wir finden noch einen 3-Meter-Baum. Wäre echt richtig schön. Ja, ich gucke nur auf Instagram, alles ist voll schon mit Weihnachtsbäumen und so. Und ich habe nur gerade mal das Regal dekoriert. Naja, heute dekorieren wir das danebenliegende Fenster. Ich habe nämlich zwei Weihnachtslichter bekommen von meiner Freundin. Und zwar schon vor 3 Jahren, glaube ich, als Geschenk. Und ich hatte keine Idee, wo ich sie hin tun kann. Und jetzt habe ich einen Platz gefunden, wo sie richtig schön reinpassen würden. Und das werden wir auch heute machen. Es geht nämlich um dieses Fenster hier. Ich zeige euch den gerade. Das ist das Fenster. Und ja, die Hundis sind wieder am Start. Das ist nämlich dieses Fenster hier. Und das sind auch diese Lichter hier, die ich jetzt da hinstellen will. Aber ich will auch das Fenster hier putzen. Und alles sauber bekommst, es ist schon so dunkel. Es ist so schnell dunkel. Und ich habe eigentlich die erste Frühschicht und morgen habe ich noch eine Frühschicht. Und ich muss leider eine halbe Stunde vorher da sein, um den Test zu machen. Noch ein paar Mal, dann habe ich es hinter mir. Na egal. Ja, und dieses Fenster möchte ich heute weihnachtlich dekorieren. Ich werde wahrscheinlich nicht viel machen. Also ich werde keine Girlande oder so aufhängen. Ich werde ein paar Kugeln aufhängen, ein paar Schneeflocken dran machen und diese Lichter dekorieren. Und ich habe noch ein paar Nussknacker da, vielleicht noch ein Reh oder so. mal gucken. Aber ich glaube, da wird kein Reh mehr hinpassen. Vielleicht ein paar Schneeflocken, ein paar Kugelchen aufhängen und dann reicht das schon, glaube ich. Das wird wahrscheinlich schon echt reichen. Und ich dachte, ja, machen wir das mal heute gemeinsam wieder mal. Und vielleicht mache ich morgen noch einen Vlog, weil morgen habe ich mehr Zeit. Und vielleicht streckt sich das über die 2 Tage. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie es wird. Ich hatte nämlich letztens einen Vlog gemacht, aber da sah ich so schlimm aus. Da habe ich gesagt, nee, den werde ich nicht bearbeiten. Den verwerfe ich. Weil, ja. Ich hoffe nur, dass wir bald den Weihnachtsbaum bekommen und ich das auch noch vloggen kann, bevor es rum ist. Und ihr das auch sehen könnt, bevor es rum ist. Ne? Genau. So, ich leg mal los, ich mache mir jetzt wieder Stimmung. Ich werde keinen Glühwein trinken, weil morgen habe ich noch zu Frühschicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall einen Tee machen. Genau, das mache ich. So, lege ich mal los. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr bis jetzt die Deko findet. Wie ihr es findet, dieses schwarz-weiße Deko. Das ist übrigens. Ich muss aufpassen. Seht ihr? Deswegen kann ich keine Rumtour machen und überall hier Bilder rumhängen von Leuten, die nicht ins Internet wollen. Aber ich kann es ja so zeigen. So sieht es bis jetzt aus, die Ecke. Ja, ein paar Kerzen habe ich. Übrigens, das wollte ich auch noch zeigen. Ich habe nämlich noch einen Adventskranz. Der ist nämlich schon 3 Jahre alt. Der ist ein bisschen kaputt gegangen durch die Lagerung. Also ein paar Kugeln sind lose. Aber sieht immer noch toll aus. Und ja.
Wie gesagt, das ist einer von den Adventskranz, die ich dann immer bastel. Voll schick, voll schön. Okay, wollen wir loslegen? Wollen wir loslegen. Toll, jetzt habe ich die Kamera so schön ausgerichtet, dann ist mir eingefallen, dass ich noch was zeigen wollte. Und zwar habe ich bei Amazon doch diese Kugel bestellt und ich lache mich kaputt. Ich habe das schon bei Instagram gezeigt. Das ist, ich glaube, ich habe 38 Euro oder so bezahlt. Das sind einfach alles billige Plastikkugeln. Die sehen zwar schön aus und die leuchten auch ein bisschen, aber das ist ein Witz. Ich denke, für was für einen Baum sind die gemacht? Ich habe oben den Stern, ich habe jetzt oben einen kleinen Weihnachtsbaum. Da passen die Sachen drauf, aber für keinen 3-Meter-Baum. Ich muss auf jeden Fall noch welche nachbestellen. Und das Witzigste ist ja die Spitze. Die ist einfach so klein, so dünn. Also auf diesen kleinen Weihnachtsbaum passt er aber hier drauf. Das ist so lustig, ich kann nicht mehr. Das ist echt lustig und das ist komplett Plastik. Das kann man, glaube ich, locker abbrechen. Ja, machen wir aber nicht. Das Schönste an dem Set, also hier sind noch ein paar... wer ist denn die Viecher? Habe ich vergessen. Dann Zapfen, genau. Und dann habe ich noch diese Kugel. Die leuchten auch so schön. Also die glitzern auf jeden Fall, schwarzer Glitzer. Und die sind auch so. Diese Dinger hier sind total locker, die kann man einfach abbrechen. Naja, für den Baum, für so Deko. Zeug hier jetzt am Fenster reicht das aber. Keine Ahnung, ich muss nochmal gucken, nochmal bestellen und so. Aber erstmal müssen wir echt einen Baum finden. Okay, ich leg jetzt auf jeden Fall los, genau.
glaube, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich sag das immer wieder, ne? Aber es ist wirklich so. Das Einzige, was mich stört, ist dieses Kabelgedünst hier, das ich so ein bisschen hinter der Pflanze versteckt habe. Und ja, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Ich habe keine Ahnung. Aber nicht zu viel, nicht zu wenig, würde ich sagen. Hat ein bisschen was, ne? Hier sieht ihr ein weiteres Reh. Eine Mama Reh, glaube ich. Eine weiße, die glitzert. Voll cool. Ich sag's euch, ich stehe auf Rehe. Ich mag einfach nur Rehe. Ich sammle die voll gerne. Ein paar Schneeflocken hier und da. Ein paar Kugelbieter. Ein paar Plastikgeschenke drunter gelegt. Bäumchen. Ein Wichtel. Gar nicht so schlecht. Also kann man so lassen. Also voll cool. Ich glaube, das reicht jetzt auch für heute. Es ist jetzt 6 Uhr. Viertel nach 6 sogar. Und ich werde jetzt nochmal hier kurz durchsaugen. Und dann räume ich dieses Zeug hier weg. Alles tue ich in diese Kiste hier rein. Damit ich nicht mal hin und her schleppen kann, brauche, muss, machen, blablabla. Und dann, ja, ich muss irgendwann noch hier machen. Ne? Ich glaube, das mache ich morgen oder so. Und meine Batterie geht leer. Oh, ich muss mich beeilen. Ja, und weil ich mich jetzt beeilen muss, würde ich sagen, vielen Dank nochmal, dass ihr jetzt so geguckt habt. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über einen Daumen nach oben. Und über weitere Abonnenten, also schön meinen Kanal abonnieren, abonnieren, abonnieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns natürlich wieder im neuen Video, im nächsten Video. Und bis dann.